Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns daran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen. Jahre ist es nun schon her, da hütete der Hirte Simon im fernen Land Galiläa die Schafe. Es war ein grauer Tag, schwere Nebel lagen über dem Boden. Abdon, der Mann, dem die Schafe gehörten, schaute vergeblich nach strahlender Sonne aus. So schickte er die Hirten Jakob und Simon auf eine höher gelegene Wiese. Dort, über dem Nebel, sollten sie die Schafe weiden. Der kleine Simon drängte sich an Jakob. Im Nebel war es ihm unheimlich. Er war noch jung, erst 9 Jahre alt. Der Hirte Jakob aber war groß und stark. Schützend legte er Simon seinen Arm um die Schultern. Da sprang ein schneeweißes Lamm herbei. Es blökte ängstlich. Jakob nahm das Lamm und legte es Simon in die Arme. Er sagte: »Hier hast du unser kleinstes Lamm. Hüte es gut.« Simon freute sich und ließ das Lamm nicht aus den Augen. Nachts durfte es sogar unter seinem Mantel schlafen. Das gab beiden Wärme und Zutrauen. Als die Wiesen abgegrast waren, mussten die Hirten zu einer neuen Weide ziehen. Simon wollte beim Zusammentreiben der Schafherde helfen. Doch Jakob sagte: »Du und das Lamm, ihr ruht euch aus, bis ich die Schafe beisammen habe.« Simon ließ sich unter einem Olivenbaum nieder und schloss müde die Augen. Das Lamm kuschelte sich dicht an ihn. Als Simon nach tiefem Schlaf wieder aufwachte, erschrak er. Das Lamm, das eben noch neben ihm gelegen hatte, war nicht mehr da. Simon sprang hoch. Er rief nach dem Lamm, lockte es und suchte überall, vergeblich. Jakob sagte vorwurfsvoll: »Komm, wir müssen die Herde heimtreiben.« Traurig trottete Simon neben der Herde einher. Wo war das Lamm? Was war ihm zugestoßen? Abdon war sehr verärgert, als Simon erzählte, wie sein Lamm verloren gegangen war. Wütend sagte er zu Simon: »Geschlafen hast du, statt aufzupassen. Du machst dich sofort auf den Weg, das Lamm zu suchen. Und wage es nicht, ohne mein Lamm wiederzukommen.« Jakob machte sich Sorgen, den kleinen Simon so ganz allein gehen zu lassen. Er holte aus seiner Kammer eine Laterne mit 4 Lichtern, die er einst von einem Wanderer bekommen hatte, mit den Worten: »Sie werden dem im Dunkeln leuchten, der in Not ist.« Nun gab Jakob die Laterne an Simon weiter und sagte: »Pass auf die 4 Lichter auf, dann werden sie dir auf deinem Weg leuchten.« Simon nahm die Laterne mit den 4 Lichtern. Zuversichtlich machte er sich auf den Weg, um sein Lamm zu suchen. Die ganze Nacht hatte Simon die Hügel abgesucht, aber keine Spur von seinem Lamm entdeckt. Auch den ganzen folgenden Tag suchte er. Schon ging die Sonne unter. Sollte er überhaupt noch weitersuchen? War nicht alles sinnlos? Beinahe gab er die Hoffnung auf. Da regte sich nicht etwas hinter dem Felsen? War es vielleicht sein Lamm?
Voller Freude und Hoffnung lockte Simon. »Lamm, kleines Lamm, komm doch!« Da brummte eine tiefe Männerstimme. »Was suchst du? Ein Lamm?« Vor Simon stand plötzlich ein großer Mann. Simon erschrak und wollte davonlaufen. Doch der Mann sagte, »Vor mir brauchst du nicht davon zu laufen. Wenn du ein Lamm suchst, dann findest du es im Olivenhain. Ich habe es gesehen, es ist klein und schneeweiß.« Da freute sich Simon. »Das ist mein Lamm, du hast es gefunden, danke. Kann ich dir irgendwie helfen?« Da sagte der Mann leise, »Helfen? Mir kann niemand helfen. Mein Weg liegt im Dunkeln.« »Im Dunkeln? Nein«, rief Simon und hielt dem Mann eines seiner Lichter hin. »Nimm das Licht, es wird dir deinen Weg hell machen. Was soll ich mit 4 Lichtern, wenn du keines hast? 3 Lichter sind genug für mich.« Da wunderte sich der Mann. Er nahm das Licht und sagte, »Danke, du bist der Erste, der freundlich zu mir ist.« Und im Weggehen sagt er leise, »Ich bin doch ein Dieb.« Die Nacht war hereingebrochen. Simon lief zu den Olivenbäumen, um endlich sein Lamm zu finden. Aber es war nirgends zu sehen. Hat es sich versteckt? Aber wo? Dort, in der Höhle, da regte sich etwas. Simon rannte hin. War es sein Lamm? Nein, es war ein Wolf. Schon schnappte er nach seinem Mantel. Simon erschrak und zitterte vor Angst. Doch der Wolf winselte und leckte eine Pfote. Da sah Simon eine blutende Wunde an seiner Pfote. Seine Angst war verflogen. Schnell riss er ein Stück Stoff ab und verband vorsichtig die Pfote des Wolfs. Dann sagte er, »Nun bleib brav liegen, damit die Wunde heilen kann.« Simon wollte weitergehen, um sein Lamm zu suchen. Doch der Wolf zerrte an seinem Mantel und sah ihn an. Simon streichelte den Wolf und sagte, »Ja, ich soll bei dir bleiben, aber das kann ich nicht. Ich muss mein Lamm suchen. Vielleicht braucht es meine Hilfe, wie du.« Nach kurzem Überlegen stellte er eines der 3 Lichter neben dem Wolf. »Hier, Wolf, hast du ein Licht. Es wird dich wärmen. 2 Lichter sind genug für mich. Jakob wird es begreifen.« Dann machte er sich weiter auf den Weg, um sein Lamm zu suchen, und der Wolf blickte ihm dankbar nach. Nachdem er lange umhergeirrt war, traf er bei Tagesanbruch einen Bettler auf der Straße. Er rief, »Eine Gabe, nur eine kleine Gabe!« Simon blieb stehen und sagte, »Ich habe doch selber nichts. Ich bin nur der Hirte Simon. Mein Lamm ist mir weggelaufen. Hast du es vielleicht gesehen?« Der Bettler antwortete, »Nein, ich sehe nur Hunger und Not. Ich lebe mit den Ärmsten weit draußen, in einer finsteren, kalten Höhle.« Da sagte Simon zu ihm, »Nimm wenigstens dieses Licht von mir. Es wird euch etwas Wärme und Licht geben. Mehr habe ich nicht.« Der alte Bettler nahm das Licht und stand auf. »Danke, hoffentlich findest du bald dein Lamm.« Vergeblich hatte Simon herumgefragt. Keiner hatte sein Lamm gesehen. Sein letztes Licht leuchtete auch nur noch schwach. Die Nacht brach herein und er war müde. Da hörte Simon einen fröhlichen Gesang. Und woher kam dieser wundersame Duft? Simon schaute sich um und entdeckte einen Stall, in dem Licht leuchtete. Er ging darauf zu und trat zögernd ein. Da schimmerte etwas weiß im Halbdunkel. Es war sein Lamm, ein verlorenes Lamm. Eine freundliche Stimme sagte, »Tritt näher.« Da sah Simon das Kind. Es lag auf Stroh und ganz dicht bei ihm sein schneeweißes Lamm. Da kniete Simon nieder und schenkte dem Kind sein letztes kleines Licht. Die Flamme glühte nur noch schwach. Aber seltsam, wie von unsichtbarer Hand entzündet, flammte das Licht wieder auf. Sein Leuchten breitete sich aus und erfüllte den ärmlichen Raum mit festlichem Glanz. Im Himmel strahlten die Sterne heller und heller, und der frohe Gesang klang weit hinaus bis zu den Hirten auf dem Felde. Ihr Kinderlein, kommet doch, kommet doch all zur Krippe her, kommet in Bethlehems Stall.
Es kostet nichts und bringt viel ein. Es bereichert den Empfänger, ohne den Geber ärmer zu machen. Es ist kurz wie ein Blitz, aber die Erinnerung daran ist oft unvergänglich. Keiner ist so reich, dass er darauf verzichten könnte, und keiner so arm, dass er es sich nicht leisten könnte. Es bringt Glück ins Heim, schafft guten Willen im Geschäft und ist das Kennzeichen der Freundschaft. Es bedeutet für den Müden Erholung, für den Mutlosen Ermunterung, für den Traurigen Aufheiterung und ist das beste Mittel gegen Ärger. Man kann es weder kaufen noch erbitten, noch leihen oder stehlen, denn es hat erst dann einen Wert, wenn es verschenkt wird. Wenn in den letzten Minuten des weihnachtlichen Einkaufsrummels und der Vorbereitungen die Mitmenschen und das Verkaufspersonal zu erschöpft sein sollten, um ihnen ein Lächeln zu schenken, dürfen wir sie dann vielleicht bitten, uns eines von ihren dazulassen? Denn niemand braucht so bitter nötig ein Lächeln wie derjenige, der für andere keins mehr übrig hat.